Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir die Forschungseinrichtung betreten von Podra und sind jetzt auf der Suche nach was auch immer. Mit was auch immer wir Sophie retten können. Irgendeine Maschine oder so. Weil sie ist ein Humanoid und die müssen wir an der Maschine anschließen. Und aufladen, nehme ich mal an. Oder reparieren. Ja. Ich freue mich schon, wenn ich den ganzen Weg wieder zurückklatschen muss, um eine Batterie zu holen. Ja, ja. Zack. Aber ich glaube, wir können auch hier einfach den Weg nehmen und dann eine Batterie holen, ne? Okay. Ja. Boah, das habe ich irgendwie viel schwieriger in Erinnerung gehabt. Und Brot haben wir bekommen. Geil. Ah, das war eigentlich in dem Part hier noch schaffen, hier durchzukommen, oder? Nee, ohne hier oben zu liegen rein. So, wir sind. Was? Wird schon richtig sein. Oder nicht? Was? Hä? Da unten hingegangen, ne? Wir sind nach rechts. Und da ist sogar liegen. Ja. Zwei Süd. Was? Einen konnten wir nicht freuen. Was soll das? Was ist das? So, wahrscheinlich bin ich jetzt genau am gleichen Ort wieder. Nö. Eine seltene Scheide. Ach, ich bin schneller. Oh, 16. Nein. Feuer? Nein, okay. Du aber. Feuer? Feuer. Spielen. Gut. Feuer. Aua. Heilige Mama. Aua. Ich hier die ganzen Feuerangriffe sehen, ganz wieder gerade wie warm das hier ist. Ey. Aha. Aha. So, warte mal, ich habe eine Idee. Treff ich von da aus, ne? Aber ich treffe von da hinten. Ich glaube, den hat eine riesige Reichweite. Immer. So. Da würde ich mal gerne wieder mit Sophie hier gegenlaufen. Ich mir jetzt eine Dingens mitgenommen, ne? Ich mir jetzt überhaupt eine aufgeladene Batterie mitgenommen? Ich weiß jetzt nicht. Jetzt ziemlich angepisst, wenn das nicht so wäre. So, speichern wir mal. Ein bisschen näher. Systemdaten. Wenn die Systemdaten noch gespeichert. So, was haben wir denn hier noch, du? Alles Teiler, die werden noch nützlich irgendwann. Hey. Wer ging Demo? Nee. Muss den verkackten Feuerangriff eben noch stellen. Bringt's auf jeden Fall. Hey, wo kommst du denn her? Also gar nicht, wie ich die Arzt hier gelevelt habe bei erst. Gar nicht. Jo.
den habt ihr auch noch nicht angemeldet. Verdammt, ich wollte den Combo ja aufrecht halten. So, Sherry hat jetzt Lebensgewinn erlernt. Das ist allgemein sehr nützlich. Mit durch Trank des Lebens hier mehr geheilt werden kann. Richtig nice. So, was haben wir hier? Entrüstung. Oh, das ist geil. Warum der Zauber aber hier so heißt, weiß ich nicht. Andere werden den Zauber vielleicht auch unter dem Namen Indignation noch kennen. Richtig geil. Einer der bekanntesten Zauber der Tales of Serie. Ich glaube auch der erste Zauber, den man je in der Tales of Serie gesehen hat. Bei den Anfang von Tales of Phantasia glauben kann. Ja. Warte mal hier, betreten. Ja klar. This looks just like that machine from the ruins beneath Wallbridge. This device preserves visual recordings of research targets. Lambda. Oh, hey, there's that word again. What does it mean anyway? Lambda. In our world, Lambda has come to mean nightmare. Why is that? Lambda is a life form we discovered by accident while researching the Lastalia. When the Institute's director, Professor Cornell, began to study it, it quickly became a nightmare for us all. The worst aspect of Lambda, and there are many, is an ability to hatch monsters from its body. These monsters threw Fodra into chaos, and eventually led to its destruction. Oh. That cocoon! It looks just like the one that appeared at World's Eye. After wreaking havoc here, Lambda fled to your world of Aphinia. We knew Lambda had to be stopped, so we created a humanoid capable of fighting it and initiated pursuit. That humanoid is Protos Haste, the one you call Sophie. Unfortunately, Protos Haste was unable to destroy Lambda. After much discussion, we surviving Fodrans chose to seal off Aphinia in the hopes of containing Lambda there. But now, after so many years, the Aphinians have come to us. So you built Sophie, and then sent her to our world so she could defeat Lambda. Does that mean Lambda is the one who created the cocoon? But wait, that doesn't make sense. I mean, Richard made the cocoon, right? Maybe Lambda knows how to disguise itself or something. Maybe it just looks like Richard. I refuse to believe that Richard and Lambda are the same. I know Richard. He's not a monster. He can't be. Sophie's getting worse. We must hurry. I agree. Come on. Warum sind wir überhaupt hier? Warum haben wir überhaupt hier Halt gemacht? Egal. Oh, Entdeckung. Alte Bauklötze. Was? Ach da, mein Gott. Cornells Vermächtnis. Toy Blocks? What are those doing here? Interesting. Cornell used those as part of his research. Cornell? Was he related to this facility? Correct. Cornell was a foremost researcher of humanoid development, a key mind in the field of biotechnology. Is this Cornell person still alive? Told me I'm afraid not. From my understanding, Cornell died before the Great War began in Fodra. However, his research lived on, and was the foundation for many spectacular breakthroughs. It truly is a shame that such an accomplished individual such as he would lead such a short-lived life. Asbel, Sharia, we should move on. Yes, of course. Nein. Einfach abgelehnt. Warum? What's happening? Protos Haste's particles are breaking down. Excuse me? Protos Haste is composed of individual particles that act in concert with each other.
These particles, tinier than a grain of sand, come together to form a human shape. And while they act as one, the particles also possess the ability to separate from each other, which is what you see happening right now. Das ist schlecht. Asbel, Shiria, what's happening? Hey, what's going on, you guys? It's the result of a process called distributive preservation. Your friends must be completely synchronized with Protos Haste's particles. I don't understand. When Protos Haste suffers heavy damage, it usually splits into individual particles, shuts down all functionality, and begins the process of reconstruction. This is known as particle preservation. Distributive preservation, on the other hand, allows Protos Haste to implant its particles into one or more separate vessels. Have you ever seen Protos Haste split into particles like this? Anyone? That must be what happened 7 years ago. But the unit shouldn't actually engage that procedure. The reason being, distributed preservation makes it much more difficult for the particles to reform. Failure could render reformation impossible, so why would Protos Haste have risked entering that state? Would her particles have any kind of effect on the vessels that they went into? Yes. In fact, while the particles prepare for reconstruction, they would repair any damaged areas of the vessel as well. So Sophie split herself into three parts and then used those parts to save Asbel, Sharia, and Little Bro. Ich will auch erklären, warum sie überlebt haben. That means Sophie didn't die after all. She was just recuperating within us. It's amazing. She's been with us this whole time. I see. Then this would explain why we possess some of the same powers she has. Incredible. So, what would happen if she underwent distributive preservation again in her current condition? Distributive preservation does not allow for reconstruction of the self. She would lose all elements of her current identity. Sophie, you risked your life for us. Impossible. Protos Haste was never designed for this kind of self-sacrifice. I fear further particle breakdown could be disastrous. We must hurry. Ich wollte schon sagen, wir stehen alle da, wenn sie am Sterben ist. Und ja. Hüter des Lichts. Und wir unterhalten sich da einfach so locker. Ja. Lebensgewinn ist immer gut. Würde ich sagen, wir gehen noch mal kurz zurück, speichern und setzen das Ganze im nächsten Part fort. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich aller herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.